immer gut, wenn man Schraubenzieher im Wohnzimmer hat. Im Wohnzimmer, im Auto hat. Wichtigste Werkzeug heute. Kleiner Schraubenzieher. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und warum der Schraubenzieher jetzt wichtig ist, sehen wir jetzt. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist ein Tag, da läuft alles wie am Schnürchen, ich sag's euch. Also ich stehe jetzt hier bei Regen im Wald, habe mich jetzt hier unter so eine Buche zurückgezogen. Eigentlich war der Plan, oder es ist immer noch der Plan, dass ich mir die Bienenvölker im Wald anschaue, weil ich also einen Termin hatte, ne, hier ganz in der Gegend. Haben wir was besprochen, was ein ganz cooles Projekt wird für die Zukunft. Mal schauen, wie das weitergeht. Aber ich glaube, das habe ich auf jeden Fall Spaß drauf. Und da habe ich gedacht, gut, pass auf, fährst danach in den Wald, machst noch bei deinen Bienenvölkern eine kleine Kontrolle, weil nämlich an dem Bienenstand zum Beispiel die Waage leer ist. Also ich habe keine Ahnung, was da an Zunahmen sind. Jetzt bin ich nicht ganz passend gekleidet, weil irgendwie hatte ich den Wetterbericht nicht angeschaut heute Morgen, so auf die Schnelle. Ne? Die Kinder müssen aus dem Haus. Dachte ich halt, okay, es wird warm, habe mich halt entsprechend mit kurzer Hose ausgekleidet. Komme hier am Bienenstand an, stell fest, Sebastian, Raucher vergessen, Stockmeißel vergessen, nicht die beste Hose, es regnet. Bienen kommen alle zurück, Bienen sind nicht so froh gelaunt. Habe ich gedacht, gut, gucken wir mal im Auto, was wir finden. Ich habe hier diesen Schraubenzieher gefunden. Keine Ahnung, für was der ist. Vorne Torx, hinten Schraubenzieher. Mit dem habe ich es jetzt zumindest mal geschafft, die Deckel anzuschauen und reinzuschauen. Gut, dann sehen wir natürlich, wie das halt immer so ist, dass manche Bienenvölker komplett voll sind. Mit Raucher oder mit Stockmeißel und vielleicht auch mit langer Hose, alles kein Problem bei dem Wetter. Ne? Nimmt man von anderen Völkern, weil ich habe nichts dabei. Wie gesagt, ich habe damit, ja, wollte jetzt halt nicht mit dem T4 hierher fahren. In normalen Zeiten mit Stockmeißel, vielleicht auch mit langer Hose, mit Sonnenschein kein Problem, braucht man nicht unbedingt Rauch, nimmt man am Honigraum von leere Waben raus von manchen Völkern und tauscht die so aus. Jetzt habe ich halt eine kurze Hose, kein Stochmeißel, kein Rauch und es scheint nicht die Sonne. Und da haben wir das jetzt mit viel Zeit und viel Ruhe mit diesem Schraubenzieher geöffnet und eben die Waben umgesetzt. Ich habe euch das jetzt nicht gefilmt, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war jetzt schon man muss das sehr, sehr langsam und behutsam machen, ne? Gerade bei so einem Wetter. Wir wollen ja nicht gestochen werden. Und ihr wisst, ich habe es ja schon öfters erzählt, an den Füßen mag ich Stiche gar nicht. Insofern habe ich es geschafft, diese Gruppe hier mal klarzustellen. Ich denke, bei den anderen haben wir dieses Problem nicht, weil, ich meine, man hat es nicht gesehen, es war Nacht. Das ist genau dieser Platz von dem vorletzten Video, nämlich wo wir die in den Wald fahren. Und es waren ja diese Völker, wo praktisch spontan aus meinen Vermehrungsbienenständen, wo ich so zusammengesucht habe, die waren natürlich jetzt im Honigraum so eingestellt, dass es eben für die Spanngurte am Anhänger passt, also dass die gleich hoch sind und nicht unbedingt die Honigräume der Volksstärke angepasst sind. Und das war jetzt wiederum mein Glück, weil dann konnte ich einfach mit etwas Geduld langsam Honigräume von schwächeren Völkern runternehmen, die noch leer waren oder ziemlich leer waren und die eben auf diese übervollen Honigräume aufsetzen, die ja für diese Verhältnisse ein bisschen zu starke Völker haben. Prinzipiell muss man sagen, bin ich zufrieden. Es ist jetzt 1,5 Wochen nicht ganz, dass die Völker hier stehen. Wir haben wirklich ganz, ganz schöne Zunahmen. Was so mein erster Schock war, als ich hier ankam und es geregnet hat und ich total viele Bienen fliegen sehen habe. Ihr könnt es euch denken, Bienenflug
starker Bienenflug bei Regen ist immer so ein bisschen Melizitose-Honig. Ne? Den holen sie auch gerne bei Regen. Hatte da schon ein bisschen Sorge, habe gedacht, oh, nein. Aber letztendlich muss man sagen, wo ich es mir genauer angeschaut habe, also aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich gesehen, alle Bienen kommen zurück, keine fliegt raus. Habe ich jetzt auch hier am Boden gesehen. Hier hat es wahrscheinlich kurz vorher, also ich bin im Regen hierher gefahren, aber hier hat es jetzt noch nicht lang geregnet. Also ich denke mal, es hat angefangen zu regnen, die Bienen fliegen zurück. Und wir können ja einfach jetzt gucken. Ja, und jetzt ist es auch schon viel ruhiger geworden. Also, eine erlebnisreiche Viertelstunde. Und ja, also wie gesagt, immer ein bisschen Werkzeug im Auto. Ich meine, was wir auch schon gemacht haben, ne, das in den Anfangsjahren, wenn wir vergessen haben, wir haben schon mit Hausschlüsseln versucht, aber da ist die Gefahr eben einfach so, dass du den Hausschlüssel verbiegst und der dann nicht mehr so schön schließt. Du kannst dann wieder zurückbiegen, aber so ganz wie neu funktioniert es halt nicht. Also das würde ich nicht raten. Aber haben auch schon alles mal mitgemacht in den Lehrjahren. Und es gibt ja auch sicherlich viele unter euch, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ne, mit was ihr in eurer Not schon Bienenkästen oder als Ersatz für einen Stockmeißel genommen habt. Weil Schraubenzieher, glaube ich, ist ja eine gängige Methode. Also ich habe schon mal Bienenvölker von einem gekauft, der hatte nur mit dem Schraubenzieher geimkert. Schraubenzieher und Imkerpfeife. Das war übrigens auch eine Frage der Letzten an mich in einer Gruppe, die bei uns zu Besuch war. Diese Imkerpfeifen gibt es nicht mehr. Und könnt ihr vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Also ich hatte mal einen Kollegen von der Meisterschule der hat immer mit so einer Imkerpfeife geimkert. Aber das ist auch der allereinzigste, wo ich kenne. Ne? Also der Smoker hat sich, glaube ich, doch schon ganz gewaltig durchgesetzt. Was auch immer, da haben sie mich nach den Gründen gefragt. Keine Ahnung. Also ich finde so einen Smoker einfach viel geschickter. Den stellst du weg, wenn du nicht brauchst. Die Imkerpfeife hast du immer im Gesicht. Also ich stelle mir das, schreibt da gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich stelle mir das auch anstrengend vor, die ganze Zeit mit den Zähnen so zu halten. Und dann brauchen wir sie ja bei der modernen Biene echt nicht viel, den Rauch. Und letztendlich wird es ja auch ein bisschen ein Gesundheitsthema sein, ne? Ob du dir hier gleich direkt die Nase zuquamst oder ob du den Rauch einfach ein bisschen weiter wegstellst. Das waren so ein bisschen meine Antworten. Also. Weil letztendlich sind das Themen, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil seit ich Imker ist eigentlich der Smoker schon, also immer, ne? Vielleicht weiß es ja einer von euch, wann diese Imkerpfeife so verdrängt wurde, aber das muss ja schon, glaube ich, ein ganz gutes Stück zurückliegen. Denke ich mal. Also ich kenne die Imkerpfeife gar nicht im Einsatz. Naja, letztendlich soll das eine Randerscheinung gewesen sein. Ich bin ja letztendlich froh mit dem, wie diese Zunahmen aussehen. Ich meine, ihr seht es natürlich, es könnte jetzt gleichmäßiger sein. Also die Völker sind nicht alle gleich entwickelt. Da muss man auch sagen, auch manche, wo hier einen Zweizagen haben, sind oben bienenleer. Also haben noch ein paar Reserve-Honigräume hier stehen. Das ist jetzt sicherlich nicht so Imker, man ist sicher nicht im Lehrbuch, wie dieser Bienenstand aussieht. Aber ich habe es euch im vorletzten Video ja schon gesagt, wenn man hier runter guckt, sieht man eigentlich in unser Wohnzimmer rein. Oder andersrum, wenn wir aus dem Wohnzimmer rausgucken, sehen wir diesen Bienenstand. Also wir haben jetzt kein so ein Teleskop, aber wir sehen hier diese Schneise im Wald. Insofern ist es nicht weit und lasst die alle einen Honigraum voll machen. Ne? Dann ist das schon vom Aufwand her für mich überschaubar. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, nach dem Termin nochmal vorbeigefahren, schaue wahrscheinlich in eineinhalb Wochen oder so, oder in einer Woche, wie ich Lust und Laune habe, da nochmal vorbei. Und dann denke ich, dann
werden die zumindest auch wieder geholt, weil die wollen wir jetzt so nicht in den Winter schicken. Da wollen wir schon noch ein bisschen imkerliche Angriffe damit machen, dass wir da im Frühjahr auch mit den Bienenvölkern richtig schön Honig ernten, zum Teil Königin austauschen, vielleicht teile ich auch noch ein paar. Also die sind sicherlich nicht eins und eins so für den Winter geeignet. So, jetzt hat es aufgehört mit Regnen, beziehungsweise es tropft nur noch von... Das ist auch was. Eigentlich bin ich auch hierher gekommen und wollte nochmal nach Läusen schauen, wollte nochmal nach Ameisen schauen, die Bäume rauflaufen, wollte nochmal hören, ob ich Summen höre oder sehe. Bei Regen hörst du nichts außer Wassertropfen. Ameisen sind auch schwierig zu sehen. Ich gucke jetzt trotzdem mal. Und wenn alles nass ist und man passenderweise mit kurzer Hose unterwegs ist bei dem Wetter, da hast du jetzt auch keinen Bock, in die Pampa zu laufen. Also Zecken, nass und Dornen und so. Also irgendwie ist der Imker heute schlecht vorbereitet für diesen Termin. Aber mei, es kommt vor, ne? Kommt vor. So, ich versuche jetzt mal mit der Drohne noch zu fliegen. Schneide euch da noch ein paar Aufnahmen rein, wenn das klappt, wenn der Regen das jetzt zulässt. Dass ihr auch mal seht, wie schön es hier bei uns ist. Ne? Muss man schon sagen, landschaftlich sind ja viele Besucher jetzt aus vielen Teilen Deutschlands, wo es auch schön finden. Der letzte war sogar einer aus München bei uns. Der wohnt am Isar-Kanal und der fand es bei uns auch super schön. Habe ich zu ihm gesagt, naja, also immer wenn ich an die Isar fahre oder nach Bayern, finde ich es da eigentlich auch schöner. Ne? Aber so sind halt die Geschmäcker. Ich glaube, man wird ein bisschen verwöhnt von dem, was man jeden Tag sieht oder stumpft da ein bisschen ab. Ja, gut. Lassen wir es einfach mal sein bei diesem kurzen Einschub an Video, wo ich wieder mal sehr viel erzähle, Palaber. Ich fahre jetzt weiter, fliege noch kurz mit der Drohne und wünsche euch noch alles Gute. Und nehmt immer einen Schraubenzieher mit. Und wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Das freut mich doch. Also bis dann, ciao. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with